Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren One Football Q&A. Und wir müssen es ganz ehrlich sagen, die Saison geht so richtig in die heiße Phase. Es ist so. Ich wollte es gar nicht so richtig glauben, dass die Champions League Halbfinale jetzt schon feststehen. Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt und wir immer älter werden, oder? Legen wir los. Die Fragen, wie immer, von euch eingereicht in unserem Community-Tab auf YouTube. Falls ihr also dieses Video seht und nicht wisst, wo ihr fragen könnt, Community-Tab. Denn ihr könnt natürlich die Fragen jetzt auch unter dieses Video schreiben fürs nächste. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, da geht viel verloren. XLupo95X. In der Champions League sind nun die Scheichvereine wie PSG und City raus, während zum Beispiel die junge Truppe von Ajax oder Tottenham, die in diesem Sommer nichts investiert haben, weiter sind. Ist dies nur eine Momentaufnahme oder wird es auch in Zukunft schwerer für diese Vereine in der Champions League weit zu kommen, nur weil sie jedes Jahr viele Millionen ausgeben? Ein bisschen Momentaufnahme, würde ich sagen. PSG ist jetzt das zweite Jahr in Folge ausgeschieden, City ist das zweite Jahr in Folge ausgeschieden, wobei letztes Jahr gegen Liverpool natürlich völlig in Ordnung war, aber gestern hätte man ja, sind wir ehrlich, man hätte durchaus weiterkommen können auch. Es war ja nun nicht so, dass es nicht knapp war. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Darüber müssen wir ja gar nicht reden. Und deshalb, nee. Geld schießt am Ende halt doch irgendwie Tore. Nicht immer und nicht für jeden, aber Geld schießt am Ende doch Tore. Und ich glaube eher, dass das Gegenteil der Fall ist und dass solche Vereine auf Dauer sehr dominant sein werden. Man muss auch sagen, dass PSG riesen Pech hatte mit Verletzungen dieses Jahr. Und auch im Spiel gegen United, die viel Unglück hatte. Marc Spiller, würde Ziyech eher zu Bayern oder zu Dortmund passen? Ja, passen, spielerisch würde er sicherlich zu Dortmund, aber ich habe da ein starkes Gefühl, dass der FC Bayern das nicht zulässt. Also ich glaube, dass vielleicht geht er irgendwo ganz anders hin, das ist okay, aber wenn er in die Bundesliga geht, dann lassen die Bayern nicht zu, dass er zu Dortmund geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Außer natürlich, gut, wenn er unbedingt will, können die Bayern ein wenig machen. Aber wenn es ums Geld geht, dann werden sie da richtig investieren. Simon D., für wen bist du von den letzten vier Teams? Ajax, Spurs, Liverpool, Barcelona. Genau in der Reihenfolge. Ganz klar, ich glaube, jeder, der kein Fan ist von den vier Vereinen, die noch drin sind, müsste ungefähr diese Reihenfolge haben. Ajax, Spurs, Liverpool, Barca. Vielleicht würde ich sogar Liverpool vor die Spurs setzen, wobei Spurs schon Spaß machen. Aber ganz klar ist für mich, dass ich für Ajax route. Das ist einfach zu geil. Die Jungs machen zu viel Spaß, das ist eine zu gute Geschichte. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Riesenlange Frage von Nima Namor, der mich immer wieder überrascht, weil das Bild von Tobi Escher drin hat. Liebe Grüße an Tobi. Und wir machen es jetzt erstmal, wir fassen es mal kurz zusammen. Falls Niko Kovac im Sommer nicht mehr Trainer des FC Bayern sein wird, soll angeblich Antonio Conte Nachfolger werden. Dieses hat in meinen Augen zwei Probleme. Erstmal haben die Bayern gesagt, sie wollen deutschsprachige Trainer. Und zweitens scheint es kein einfacher Mensch zu sein, was mit Hoeneß und Rummenigge eventuell Schwierigkeiten bedeuten könnte. Hat dieser plötzliche Gedankenwechsel mit dem kommenden Umbruch im Sommer zu tun oder findet man einfach keinen deutschsprachigen Trainer, der gut genug ist, um den FC Bayern zu trainieren? Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man mit Marco Rose sich unterhalten hat oder ob man halt sagt, er hat nur Salzburg trainiert, das reicht noch nicht. Ich weiß nicht, wie man mit Julian Nagelsmann verfahren ist, ob man da mit ihm geredet hat. Wahrscheinlich nicht, weil der Transfer stand ja schon fest, da waren die Bayern noch gerade erst Niko Kovac geholt. Und ja, ich glaube, Mangel an Alternativen, das ist das, was ich ja schon ein bisschen länger sage. Es gibt ein absolutes Trainerproblem. Es gibt wenige absolute Top-Trainer und noch weniger deutsche Top-Trainer. Und ich bin nicht der allergrößte Antonio Conte-Fan, aber ja, ich glaube wirklich, dass den Bayern, sie sehen einfach nicht, wen sie gerade sonst holen sollen. Ob der Conte der richtige Mann ist? Gute Frage. The King Over. Denkst du, dass jetzt öfter Underdogs ins Halbfinale schaffen oder war das nur in dieser Champions League-Saison der Fall? Es ist ja nicht das erste Mal, dass es passiert. Ne? Das gibt ja eigentlich eine überraschend schöne Regelmäßigkeit, dass kleinere Mannschaften mal ins Halbfinale vorkommen. Häufig ist ja dann da genau Schluss. Der europäische Fußball ist halt gerade nach der Real-Dominanz so ein bisschen in der Findungsphase. Real, natürlich nicht mehr dasselbe, was sie waren. Juve mit Ronaldo jetzt gegen Ajax ausgeschieden, aber halt auch noch, man findet sich noch. Und vielleicht ist Ronaldo nicht mehr das, was er mal war, aber dazu kommen wir gleich noch. Die Bayern nicht mehr so dominant, wie sie waren. Dafür kommen andere Teams jetzt auf. Liverpool zum zweiten Mal in Folge im Champions-League-Halbfinale. Barcelona ist immer noch Barcelona, aber ne, das Kräfteverhältnis schwingt gerade so ein bisschen um und das muss jetzt alles wieder setteln. Aber klar ist eben, und darüber werden wir auch gleich noch reden, dass Ajax Amsterdam zum Beispiel nicht dauerhaft dieser Außenseiter bleiben kann, denn sie werden zu viel Spieler verlieren. Aber wir sind einfach gerade in der Phase, wo der europäische Fußball sich neu sortiert und deshalb ist es leichter für kleine Mannschaften durch die Cracks zu schlüpfen, durch die Lücken zu kommen und dann auch mal weit zu kommen.
Munian, kann man euch in Berlin irgendwo antreffen? Ja. Bei Tasmania Heimspielen trifft man mich. So viel kann ich mal verraten an der Stelle. Ansonsten in einschlägigen Eintracht-Kneipen. Hin und wieder mal. Craig is Joe on a boat? Craig is Joe on a boat. Ja, du bist doch Craig. Oder bist du Joe, wenn du auf ein Boot gehst? Wichtige Fragen. Kann Ajax in den nächsten Jahren als Top-Club Europas durchsetzen? Kann Ajax sich durchsetzen? Oder wird der anstehende Ausverkauf im Sommer Ajax so schwer treffen, dass sie direkt wieder ihre aktuelle Klasse verlieren? Ja, ich fürchte schon. Glaube nicht, dass Ajax, dass sie nächstes Jahr Ajax wieder in den Champions League Halbfinale sehen. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube wirklich, dass wir bei Ajax De Ligt, De Jong, Onana, Donny van den Beek, der andere Raider, einer der Besten da ist, Neres, und ich vergesse gerade sicherlich noch ein, zwei Leute. Also ich glaube, dass da wahrscheinlich 7 Stammspieler den Verein verlassen werden. Und dann ist schwierig. Dann ist wirklich schwierig. Und deshalb glaube ich nicht. Ich würde es mir wünschen, dass Ajax sich da ein bisschen festbeißen kann. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das letzte große Ajax war übrigens 94-95. Und das Video findet ihr hier. Soll ich mal klatschen, Flo, damit du es siehst nachher? Ja, ja. Wenn Flo das wieder vergisst, schreibt alle mal Hashtag Lügenflo in die Kommentare. Wenn ihr das gerade anschaut und ihr findet das nicht, ist Flo schuld. Eintracht Frankfurt DJ. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Wer gewinnt die Champions League? Mein Kopftipp ist Barcelona. Wer gewinnt die Europa League? Gute Frage. Heute Abend, Alter, wir reden darüber gleich noch. Heute Abend kommt es drauf an. Aber ich habe derzeit Arsenal als Favoriten im Kopf für die Europa League. Wer gewinnt heute Abend in der Europa League und wer zieht alles ins Halbfinale der Europa League ein? Wir machen das heute, Freunde. 2:0 reicht für die Eintracht. Ein 2:0 reicht. Ansonsten glaube ich, dass Arsenal gegen Napoli durchgeht nach dem guten Hinspiel. Klar, kann ich es mir nicht richtig vorstellen. Chelsea zu Hause, auch nach dem Auswärtssieg in Prag ganz gut. Und Valencia hat in Villarreal 3:1 gewonnen. Also für mich sind alle die Spiele schon relativ entschieden. Villarreal, Valencia abwarten, aber es ist halt auch auswärts. Frankfurt hat als einzige Mannschaft den großen Vorteil, zu Hause jetzt im Rückstand nachlaufen zu dürfen. Also wäre mein Tipp, dass wir im Halbfinale sehen, Valencia, Arsenal, Chelsea und die glorreiche Diva vom Main. Meine Tipps. So, weiter geht's. Ausdauer, FIFA Predictions and more. Mann, 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 Ausdauer. 5.196 Subscribers. Es läuft beim Ausdauer. Es läuft. Gebt dem Mann ein bisschen Liebe. Noch nie ein Video von ihm geschaut, aber bin Fan. Hat Ajax eine realistische Chance auf den Champions League-Titel? Sie ist wahrscheinlich weniger realistisch als für die anderen Vereine, die drin sind, aber ja, wirklich. Also ich meine, wenn du im Halbfinale stehst, dann bist du, wenn es gut läuft, 2 Siege davon entfernt. 3 im Idealfall. Die Champions League zu gewinnen. Und wenn du Juve rausgekracht hast und Real besiegt hast und den Bayern einen Riesenfight geliefert hast in der Gruppenphase, ja, warum denn nicht? Und wie geil wär's? Und wenn mich nicht alles täuscht, würde das bedeuten, wenn Ajax gewinnt, würden sie ja als Sieger automatisch qualifiziert sein. Und das bedeutet, dass RB Salzburg in die Qualifikation muss und nicht automatisch dabei ist. How about that? Könnte so stimmen. Vielleicht habe ich mich vertan. Ich gestern nebenher überflogen. Krassestes Champions-Spiel, was ihr bis jetzt gesehen habt. Wem hättet ihr das mehr gegönnt? Barca-Liverpool könnte auch ein Finalspiel sein, oder? Klar, Barca-Liverpool könnte ganz klar ein Finalspiel sein. Im Halbfinale sind alles quasi, könnten Finalspiele sein. So ist das eben. So hat das Turnier halt auf sich, ne? Wem hättet ihr das mehr gegönnt? Ja, Tottenham. Das ist schon in Ordnung für mich, dass die Spurs das gemacht haben. Krasses Champions-Spiel, was ihr bis jetzt gesehen habt? Ach, weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es gab schon so viele unfassbar kranke Champions-League-Spiele. Eins, was mir da immer einfällt, ist natürlich das Wunder von Dortmund gegen Malaga oder die 4 Tore von Lewandowski gegen Real Madrid oder Manchester United gegen Real Madrid mit Ronaldo auf Realseite. Ich glaube, es war ein 5:4-Sieg. Da gab es einige krasse Spiele, aber das war schon auf jeden Fall, das ist ein Klassiker. Ihr habt da gestern absolut Fußballgeschichte miterlebt. Das ist ein Spiel, über das man in 20 Jahren noch reden wird, so wie wir über die Spiele von vor 20 Jahren noch reden. Was würdet ihr lieber sehen? Donald Trump als Labbadia-Nachfolger beim VfL Wolfsburg oder Bruno Labbadia als Trump-Nachfolger im Weißen Haus? Das geht natürlich leider gar nicht. Labbadia
kein amerikanischer Staatsbürger und deshalb kann er nicht im Weißen Haus auf Trump folgen. Aber Trump bei Wolfsburg würde ich gerne sehen. Das würde mich sehr interessieren, wie der sich da schlägt. Denkt ihr, Hoffenheim droht ein Ausverkauf im Sommer? Frage von Pulli HD und die vorher übrigens von Ronald Grump. Denkt ihr, Hoffenheim droht im Ausverkauf ein Sommer? Schulz, Demirbay, Amiri, Vogt und Grilitsch werden immer wieder mit Top-Verbindung gebracht. Immerhin, immer wieder. Ein großer Fan des Wortes immer, der Pulli. Nein, ich glaube nicht, dass sie alle weggehen. Aber Hoffenheim steht auf jeden Fall vor einer sehr spannenden Sommertransferperiode. Wir wissen ja auch gar nicht, was der neue Trainer dann mag, wen er mag, wo er Verbesserungsbedarf sieht. Vielleicht ist ja einer von denen oder ihm gar nicht gefragt. Also ich denke, dass ja schon 2, 3 von den genannten gehen werden. Ich würde mal schätzen, Schulz, Grilitsch und Kevin Vogt könnten weg sein. Aber abwarten. Hoffenheim hat inzwischen auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante, ne? Kann Pep Guardiola irgendwann nochmal die Champions League gewinnen oder ist er nicht mehr gut genug? Kann er gewinnen? Das Spiel ist 5-4 ausgegangen. Und sie haben ein Tor geschossen, das der Videobeweis aberkannt hat, was natürlich Abseits war, ist ja auch richtig. Aber wenn sie da durchgehen, dann haben sie Ajax vor der Brust, wo ich sage, dass City gegen Ajax bessere Chancen hat, als die Spurs gegen Ajax haben. Auch wenn beide Favorit gegen Ajax gewesen wären. Und dann sind es halt auch wieder nur noch wenige Spiele bis zum Finale. Also für mich absolut alles möglich. Schafft ihr einer noch das Weiterkommen in der Europa League? Ich hoffe einfach nur sehr, ja, ich bin übertrieben aufgeregt den ganzen Tag. Ich bin so richtig aufgekratzt. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Was meistens ein schlechtes Zeichen ist. Sorry. Wer wird Meister? Bayern oder Dortmund? Ich glaube, der FC Bayern. Muss ich mal überlegen, dass die Schalker die Dortmunder noch spielen. Und wenn die Schalker es schaffen könnte, ihre verkorkste Saison damit zu retten, dass die Dortmund die Meisterschaft versauen, das Derby vielleicht in Dortmund gewinnen. Puh. Da können, glaube ich, alle Schalke-Fans sehr gut mit leben. Da gehen einige Hosen auf gerade. Kann Bremen Bayern im Pokal ärgern? Fragt FIFA Gamer LP. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen, finde ich schön. Wie kann es sein, dass Tottenham mit so einem dünnen Kader ein Spiel nach dem anderen gewinnt, aber PSG mit gleich wenig Spielern alles verliert und die Meisterschaft nicht fixieren kann? Gute Frage. Ich glaube, bei PSG ist es ein anderes Phänomen. Das ist nicht nur eine dünne Kader, da liegt es auch daran, dass da die Luft sehr, sehr raus ist nach dem Champions League aus. Die spielen wegen Champions League. Meister werden die auch jetzt noch irgendwie. Und ich glaube, das ist für die hart, da die Spannung hochzuhalten. Und Tottenham ist durchaus ein Phänomen. Das kann man mal so festhalten. Ich kann es mir nicht erklären, ich habe keine Erklärung dafür. Aber Heung-min Son ist einfach underrated, ein so überragender Spieler. Hat man ja gestern wieder gesehen. Sportfanatic 1893. Und wenn ich sage 1893, könnt ihr euch dann vorstellen, welcher Verein es ist? Kurz überlegen. Ich gebe euch ein paar Sekunden, um in die Kommentare zu schreiben. Richtig, der VfB Stuttgart. Geht Kabak für 40, 50 Millionen zu Madrid und gebe es die Möglichkeit, ihn für 1, 2 Jahre an den VfB zurück auszuleihen. Dieses Kabak-Gerücht haben wir heute auf den Daily News bearbeitet und drin gehabt. Und ich weiß es nicht. Es ist so sau viel Geld, 40, 50 Millionen dafür, dass er eine gute halbe Saison gespielt hat bis jetzt. Wenn der VfB Stuttgart absteigt, dann glaube ich nicht, dass Ozan Kabak zurück an sie ausgeliehen wird, weil ich glaube schon, dass Atletico, wenn, dann will, dass der Mann Bundesliga-Erfahrung kriegt. Wenn der VfB drin bleibt, dann lässt sich sicherlich drüber reden. Dann könnte ich mir so eine Ausleihe vorstellen. Aber das ist so ein Gerücht, wo ich mir keine Meinung drüber bin kann. Ich finde, 40 Millionen klingt doch schon sehr, sehr, sehr viel. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich so ein Supertalent ist, wie es zwischenzeitlich immer wieder aussieht, ist 14 Millionen für einen 18-Jährigen auch gar nicht mehr so viel heutzutage, muss man halt auch sagen. Angenommen, Ajax gewinnt die Champions League. Glaubt ihr dann, dass mehr Spieler bleiben oder gehen trotzdem alle Spieler von amtierenden Champions League-Sieger weg, in dem Fall Ajax? Ich glaube, das ändert überhaupt nichts. Ich glaube sogar, dass die sich noch mit einem viel besseren Gefühl dann gehen, weil sie sagen können, wir haben ja alles erreicht, was sollen wir hier noch machen? Wir haben die gottverdammte Champions League nach 15 Jahren wieder. Bis 25 Jahren wieder nach Amsterdam geholt. Wow, das hat länger gedauert, als es sollte. Eieiei, war das unangenehm. Deshalb glaube ich, dass die da sogar mit besserem Gewissen dann alle gehen. Ich glaube aber nicht, dass es groß was ändert, ehrlich gesagt. Mm-mm-mm-mm-mm.
Wird City sich langsam Gedanken machen um Guardiola? Und wenn nicht, könnte Guardiola von alleine das Handtuch werfen, wenn es mit der Meisterschaft auch nichts wird? Ja. Das ist auch durchaus eine berechtigte Frage. Und darüber habe ich auch heute Morgen schon nachgedacht. Das war heute Morgen beim Kaffee, habe ich so überlegt, was ist denn jetzt mit Guardiola? Weil so langsam ist der Track Record nicht mehr geil. Aber ich glaube, wenn man halt ihnen zuschaut, und ich vermute mal, dass die Verantwortlichen bei City das relativ häufig machen, sieht man halt schon, dass sie mit den besten Fußballern in Europa spielen. Das ist halt so, ne? Und Guardiola muss sich, glaube ich, vorwerfen lassen, dass er im Hinspiel zu passiv war. Das muss man einfach so sagen. Und das Problem ist so, wen sollen sie denn holen? Sollen sie Roy Hodgson engagieren oder was? Es gibt da wenig Top-Trainer auf dem Markt. Und deshalb glaube ich, nein, Guardiola steht nicht zur Debatte. Meint ihr, Heung-min Son wäre auch jemand für ganz große Vereine wie Barca oder Real? Ich glaube, ja. Ich glaube, Heung-min Son kann bei jedem europäischen Top-Club helfen. Ernsthaft. Ist einfach ein krasser Spieler. Was denkt ihr über die Entscheidung, Dardai im Sommer rauszuschmeißen? Richtige Entscheidung. Flo, willst du was dazu sagen? Scheinbar nicht. Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, dass bei Hertha gerade jetzt dann in der zweiten Hälfte der Saison dann die Entwicklung ganz klar ausgeblieben ist. Und fußballerisch war das schon in Teilen sehr, sehr, sehr schwierig anzuschauen. Deshalb glaube ich, ist es die richtige Entscheidung, ja. Ich hoffe für Sie, dass Sie jetzt bald eine gute Lösung finden, eine Ersatzlösung. Ich hoffe, dass es vielleicht nicht Jürgen Klinsmann ist, aber ich bin einfach auch wirklich ein Hater, das muss ich ganz ehrlich sagen. Gebe ich auch offen zu, ich bin Klinsmann-Hater. Vielleicht könnte der ja sogar einen guten Job machen, wenn er das richtige Kompetenzteam um sich herum aufstellt. Aber ich bin dafür, das ist die richtige Entscheidung. Bogumila Stanik. Hat Nico als Eintracht-Fan was gegen Kickers Offenbach? Liebe Grüße von Finn aus Offenbach. Habe ich was gegen die Kickers? Nix, was hilft. Was ist das für eine Frage? Ich bin kein Fan, aber ihr seid mir auch relativ egal. Liebe Grüße an dich, Finn. Du bist ein guter Mann, das weiß ich. Sagen alle in Frankfurt. Kannst jeden fragen. Finn ist ein guter Mann. Noah Point. Wird Davis jemals bei Bayern in der Startelf spielen? Man könnte das Gefühl haben, sein Kovac da ist nicht. Aber doch, der Mann kommt schon. Macht euch keine Sorgen. Ist es möglich, dass Ajax ein paar Top-Spieler halten kann? Ziyech, Neres oder Tadic? Alle zu gut. Ziyech ist auf dem Weg raus. Den habe ich vorhin vergessen. Dusan Tadic habe ich auch vergessen. Ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass sie es schaffen. Ich glaube, das steht richtig Ausverkauf an. Vielleicht bleiben ein, zwei von denen da. Kann durchaus sein. Aber sie werden zu viele verlieren, als dass es noch ansatzweise dieselbe Mannschaft wäre. Ich hoffe nur, dass sie es schaffen, ähnlich gut nachzubessern. Und die Eredivisie, das Gefühl hat man ja schon seit Jahren, ist der größte Talentpool, den es so gibt in Europa. Und ich hoffe einfach, dass sie da gute Leute finden und nächstes Jahr wieder eine geile Truppe haben. Denn Ajax Amsterdam Fußball, generell die holländische Fußballschule, macht einfach unfassbar viel Bock zuzugucken. Es ist doch so, oder? Also wie viel Spaß macht es in dieser Ajax-Truppe zuzuschauen und spielen? Flo, ich hatte gerade Fragen an dich. Ja. Ja, wir hatten über Dardai geredet. Oder hast einfach nicht geantwortet. Echt? Ja. Er macht gerade eine Pressekonferenz, ist richtig geil. Wirklich? Mhm. Was erzählt er? Coole Sachen. Richtig gut. Hast du geguckt? Auf dem Hertha-YouTube-Kanal könnt ihr mal anschauen. Ist echt schön, was er erzählt. Was erzählt er denn? Ja, über Zukunft, Vergangenheit, bla. Zukunft ist Vergangenheit, ist ein X-Men jetzt. Hört ihr das? Wahnsinn. So, noch zwei, drei Fragen, Freunde. Wir sind nämlich bei Minute 19 in meiner Aufnahme hier. Da der Präsident vom FC Barcelona jetzt ein wenig Abstand bezüglich der De Ligt-Transfers nimmt, warum eigentlich Plural? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des De Ligt-Transfers, weil der Mann den Genitiv beherrscht? Gute Arbeit! Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu Bayern wechselt und würde der Transfer überhaupt Sinn machen? Denn sonst müssten neben Boateng auch Hummels weichen. Ich glaube gerade daran, dass der Transfer realistischer wird. Ich glaube daran. Und wenn Bayern De Ligt holen kann, ist mir scheißegal, wo Hummels hingeht. Holt den rein, ich will den Mann in der Bundesliga sehen. Für mich Wahrscheinlichkeitsreihenfolge. Barcelona, Bayern, Juventus. So, das ist die Reihenfolge. Wieso legt sich Flo so oft mit Dachsen an? Frag Lasagnen, Leo. Flo. Oder weil du Scheißviecher hast, ne? Junge, die stinken. Alle Dachse müssen sterben. Das singt Flo jeden Morgen, wenn er reinkommt. Es ist so, ich kann da ja nichts für. Ich bin nur der Messenger. Okay, sollen wir Schluss machen, Flo? Froh. Bist du froh, dass wir Schluss machen können? Warum haben Walrosse keine Nase? Ui, gute Frage.
Was heißt, die haben keine Nase? Die haben so einen Mini-Rüssel. Die haben sogar einen Rüssel. Ja, klar, Walross haben sogar eine Nase, soweit ich weiß. Aber was ist der Unterschied zwischen Walross, Seekuh, Seelöwe, Robbe? Da gibt's einfach zu viel. Seehund. Seehund, Katze, Gurke, Spinne. Jetzt alles Mögliche mitsehen. Das war's von mir, Freunde. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier findet ihr immer die aktuellsten Dailies zu jeder Zeit. Und hier findet ihr die Goats Ajax Amsterdam, damit ihr wisst, woher das bei Ajax stammt. Das war's von mir. Auf Wiederhören. Erdbeben! Erdbeben, was erleben?